Willkommen zurück zu Foxen Forests. Wir spielen das Level Hysterische Hyäne. Wird wieder ein Bossfight sein. Ach du Kacke. Sieh an, der Fuchs hat es tatsächlich in meine Höhle geschafft. Und hat wahrscheinlich immer noch keinen Plan. Was ist so lustig, Hyäne? Du bist lustig. Lachhaft, aber meine magische Rinde bekommst du nicht. Deine Tage sind gezählt. Ich lach mich ganz bestimmt nicht tot. Oh Gott. Hä? What? Hä? Nein, scheiße. Ja, die brauch ich nicht. Okay, was zum... What? Sorry, aber das ist nicht mal ansatzweise lustig gerade. Also. Ja, das ist Death der. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich ihn hitten. What? Okay, Tipp 1 von 4. Eiszapfen fallen entweder herunter, indem du sie abschießt, oder die Jahreszeit veränderst. Dieser Unterschied ist wichtig. Tipp 2 von 4. Probiere einen Eiszapfen genau dann von der Decke zu schießen, wenn die Hyäne darunter steht. Versuche ich. Jetzt wechselt die Jahreszeit, damit der Eiszapfen schmilzt. Sobald die Hyäne nass ist, wechselt schnell den Winter zurück, damit sie einfriert. Das heißt, ich muss erst einen Eiszapfen runterschießen, dann Jahreszeit switchen, dann wieder switchen. Ich schaff's in der Zeit gar nicht, jetzt die Waffe zu switchen, oder? Ja, und jetzt? Was ist denn Bullshit? Was soll ich machen? Hä? Was ist das für ein Bullshit? Das Vieh ist doch direkt in meinem Gesicht. Guck mal, ich kann nicht mal durch ihn durchlaufen, weil ich dann wanted bin. Ja? Ja, hat nicht funktioniert. Und er hittet in der, mit einem Attack-Speed von 3 Hits die Sekunde. Nice. Und das hat jetzt halb funktioniert. Ich habe den Eiszapfen zwar runterbekommen, aber hat ihn jetzt nicht interessiert. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Dachte ich gerade. Nee, keine Chance, das irgendwie... What the fuck, Alter? Wie schnell der zuschlägt, als ob... Okay, ja, das wird jetzt Jahre dauern, weil das ist, gefühlt nicht machbar. Hier, guckt euch an, wie schnell! Und ich treffe ihn nicht mal mit den Eiszapfen, Mann! Nervt mich das gerade sehr. Holy shit. Hier, ich kann die nicht mal runterschießen, weil er nicht drunter steht. Guckt euch an. Wie? Keine Ahnung. Er steht ja nicht mal drunter in dem Moment, wo ich dann springen muss, weil er eine scheiß Attacke macht. Hier, guckt's euch an. Hä? Ich raff's nicht, ich kapiere es nicht. Wenn die Hyäne darunter steht, keine Chance. Ich kann das nicht mehr abschießen. Hat das Spiel das nicht gerallt, dass wenn man springt, man nicht schießen kann? Oder war es am Spiel vorbeigegangen? Ja, ich kann nichts tun. Ich komme nicht mal durch ihn durch. Hä? Das macht vorne und hinten keinen Sinn, leider für mich. Also, so gut das Spiel auch ist, aber das macht gar keinen Sinn. Hier, guckt euch an, wie schnell der hittet. Was ist das? Das macht keinen Sinn.
Ich kann in der Zeit nicht mal reagieren, um dann nochmal zu springen. Und ich treffe ihn mit dem Eiszapfen doch sowieso nicht. Ja, okay, für mich war das ein Treffer, aber das Spiel sieht es nicht so. Wahrscheinlich muss ich sie abschießen mit irgendwas, womit ich sie nicht abschießen kann. Offensichtlich. Ich kann sie runterhauen oder ich kann Ding benutzen, Alter. Junge. Hier. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann die nicht runterschießen, so wie es da steht. Indem du sie abschießt oder die Jahreszeit. Abschießen geht nicht, Spiel. Hast du das. Bist du da nicht angekommen irgendwo oder. Ich raff den Boss. Sorry, aber. Also für mich wäre das ein Treffer. Also ich kann ihn zumindest slowen, indem ich die ersten Eiszapfen runterhaue. Das ist, finde ich, eine wichtige Erkenntnis. Ja, und das war's dann halt schon wieder. Ach, er bleibt dann sogar so stehen. Aber davon habe ich nichts. Also ich komme nicht an ihm vorbei. Also ich kann ihn schon mal slowen. Das ist gut. Nur wie kriege ich scheiß Eiszapfen in sein Gesicht? Oh, fuck. Ich glaube, ich hatte da gerade eine Chance. Okay, okay. Okay, 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 okay. Puh. Also. Leicht ist das jetzt nicht unbedingt. Nein. Verkackt. Allein, dass der Text jedes Mal wieder kommt, ne? Am Anfang. Oh, Alter, als ob ich das 100 Mal lese. Er hat natürlich keinen Eiszapfen in der Nähe, so. Das ist ja. What the fuck? Oh, man kann sich hier safen. Okay, das ist natürlich. Ja, das macht die Sache natürlich sehr einfach. Okay. Ah. Also jetzt ist er gefühlt irgendwie easy. Und das war's. Holy shit. Oh, so schwer war der doch gar nicht. Ich habe mich so dumm angestellt. Hätte halt früher gewusst, dass ich da ins Wasser kann, ne? Also, auf diese Eisfläche da links. Das hätte einiges leichter gemacht. Na gut. Hauptsache, ich habe mich aufgeregt. Okay.
Die Rinde hätten wir auch, das ist die vierte gewesen. Das heißt, wir haben alle vier Jahreszeiten jetzt gespielt. Gehen jetzt zum Baum zurück. Wunderbar, du hast mir tatsächlich das letzte Teil der magischen Rinde gebracht. Ich fühle mich irgendwie so jung. Hier, deine ultimative Belohnung, Fuchs. Rick, Rick, es ist schrecklich, der Jahreszeitenbaum. Er hat sich verändert. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Patty, was ist hier los? Ich kapiere das nicht. Wusstest du von all dem? Nein, ich hatte keine Ahnung. Bitte, Rick, das musst du mir glauben. Irgendeine böse Hexe hat meinen Gebieter verhext und uns alle ausgenutzt. Das schreit nach Rache. Ich werde dieser Hexe zeigen, wo der Besen hängt. Bitte sei vorsichtig, Rick. Und bereite dich gut vor, das ist die entscheidende Schlacht. Okay. Anscheinend geht's jetzt gleich zum letzten Fight. Gegen den bösen Jahreszeitenbaum. Dementsprechend würde ich jetzt hier einen Schnitt machen und beim nächsten Mal schauen wir uns an, was der Baum so drauf hat, beziehungsweise die Hexe oder wen auch immer wir gegenübertreten werden. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein.